Hallo Leute, da ist 105 hier mit Let's Play Elements Destiny Ancient Powers. Ja, wir sind hier in Minor und haben soweit alles erledigt und jetzt geht's los. Wir machen uns auf den Weg zur Insel Libor. Auch wenn ich es nicht mag, aber da müssen wir durch. Ein paar Kämpfe werden wir auch noch mitnehmen. Denke ich, dass das nicht schadet. Wenn wir da einfach noch ein bisschen was mitnehmen. Erfahrungspunkte sind nie verkehrt. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit das mal kommt. Aber Libor wird äußerst unschön. Der Weg dorthin ist schon das wirklich krasse. Wenn wir dann erstmal dort sind, keine Riesenaktion mehr, aber dorthin kommen wird erstmal schön. Also ich habe das ganz schlimm in Erinnerung irgendwie. Keine Ahnung warum, aber mal gucken. Wenn es wirklich so ist, wie gesagt, wie ich mich noch erinnern kann, dann ja, erklärt das die Sachlage. Aber wir werden mal sehen. Jetzt müssen wir erstmal wieder nach unten kommen. So, Geister. Die sind eigentlich immer schön, weil man immer mit dem Dings drauf gehen kann. Mit den Elementarkräften. Deswegen eigentlich eine ganz gute Sache. Hm, das macht aber guten Schaden. Der Angsthase ist mir wurscht. Kannst du gern machen. Feuerdetonation auch. Okay, Feuer und Bebenhieb. Tavio heilt sich mal selber. Ist schon gut. Okay. Ich möchte mal wissen, was Angsthase macht, was das stärkt. Das wäre das Interessante. Aber werden wir nie rausfinden. Vielleicht stärkt es die Verteidigung, man weiß es nicht. Man munkelt nur. So. Alle Elementargedöns drauf. Und down. So, weiter in den Süden. Hallo Goblin. So, erstmal wieder alle auf den Geist drauf. Geierschlag auf den Waldgoblin. Toll critical. Dunkelnarbe und heilen. Ah, er geht nicht down. Ich habe gedacht, ich schaffe das vielleicht so. Unschön. Na gut. Ja, das hat kaum Schaden gemacht. Dann machen wir es eben so. Level up für Tavio. Okay. Da ist nochmal ein Geist. Boah. Das ist wieder eine ganze Armee hier. Mal auf den Goblin drauf. Ich glaube, wir können später auch noch die Kampfmucke ändern. Wobei die eigentlich passt. So, jetzt hat Lulea natürlich keine Magie mehr. Okay, machen wir es halt so. Ah, das war knapp. Okay. Gut. Also alle gemeinsam nochmal drauf. Superheiltrank. Nackenhieb. Ah, ich sowas hasse, wenn es nicht trifft.
Na gut. Alter. Geht hier alles daneben oder wie? Danke. Level up für Tarasa. Gut. Jetzt sind wir schon mal wieder hier. So. Gut, gleich mal ein bisschen auffrischen hier. Gut, dass ich echt eingekauft habe. Wie gesagt, es ist nicht verkehrt, hier echt ein bisschen zu kämpfen und so. Um einfach stärker zu werden, aber irgendwann nervt es dann einfach auch. Deswegen bin ich jetzt froh, wenn wir unten sind und hier erstmal nicht mehr durch müssen. Vor allem die mit ihrem blöden Luftschnitt, wirklich wahr. So, okay. Danke. Super Heiltrank hilft ja nix. So, ich freue mich dann schon auf später, wenn wir endlich eine Heilerin im Team haben, die das Ganze dann deutlich vereinfachen wird. Und jedes Mal hier unendlich viele Heilgegenstände mitnehmen müssen. Sondern dann brauchen wir eigentlich nur noch Magietränke. Feenzepter, Level up für Lilia. Aber Feenzepter habe ich doch schon. Ich nehme mal. Ich nehme mal Xai mit rein anstelle von Tapio. So sieht das aus. So, Dunkelnarbe, Kreuzschnitt. Dann werden wir hier ganz schnell mal aufräumen. Jawohl. Vor allem, ich freue mich schon, wenn wir dann irgendwann mal Angriffe haben, die auch gegen alle Gegner Schaden machen. So Mehrfachangriffe quasi. Nicht immer nur gegen einen. Das hilft dann deutlich irgendwann mal. Craftbrecher. Und down. Gut. Wobei, ich muss auch Fea nicht immer mit leveln. Sie kann auch mal ein bisschen aussetzen. Das ist grundsätzlich auch kein Riesendrama. Ich krieg's ja schon später noch hochgelevelt, das ist kein Thema. Alles kein Problem. Wobei eigentlich hier Erde guten Schaden macht. Der Rasa ist extrem langsam. Naja, umso besser. Dann kommt sie wahrscheinlich jetzt im Zug gar nicht mehr dran. Ja. Level up für 4. Endlich. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Magietranks. Sieht ganz gut aus. So, gehen wir alle mal auf den. Ne, wobei Tarasa macht mal Kraftbrecher, Bebenhieb, Kreuzschnitt. Aber das reicht so nicht aus, ne? Natürlich greift er jetzt mal wieder an. Soll mir recht sein. Machen es eben so. Und down. Schuppidup. So, jetzt haben wir's. Puh, und Fred ist... Maler, wie konntest du durch diese ganzen Monster einfach so durchlaufen?
Maler, ich dachte, du darfst das Dorf nicht verlassen. Verstehe, du bist weggelaufen. Wie kannst du verstehen, was ich sagen will? Wir haben die letzten Tage viel Zeit miteinander verbracht. Nenn es Intuition. Aber irgendwie kann ich spüren, was ich sagen will. Aber warum bist du hier, Maler? Und wo ist Fred? Maler! Was ist los? Was hat sie? Lilia, können wir Maler mit nach Libor nehmen? Ah, Seria und Emlas würden uns umbringen, wenn wir das täten. Gerade für sie ist das doch viel zu gefährlich. Es ist so, Maler möchte wissen, woher sie kommt, wer sie eigentlich ist. Diese Ungewissheit quält sie schon so lange, sie möchte einfach eine Antwort auf das alles. Die Armee hat schon so viel gelitten. Die Arme hat schon so viel gelitten. Sie erhofft sich so, dass wir in Libor einen Hinweis auf ihre Herkunft finden können. Sie möchte nicht ihr ganzes Leben lang unwissend in Minar verbringen, aber Seria würde sie wohl nicht einfach gehen lassen. Dafür macht sie sich einfach zu große Sorgen. Deswegen bitte, Lilia, lass sie uns mit nach Libor nehmen. Was soll ich da schon noch großartig sagen? Willkommen bei uns, Mala. Du kannst uns auf dem Weg nach Libor begleiten, aber wir sollten Minar nun erstmal meiden. Wenn Seria oder Emla sehen, dass sie bei uns ist, gibt es Riesenärger. Yay! Maler, die Jägerin, gehört nun zum Team. So. Ja. Ich brauche mit Maler gar nicht hochgehen zu dem Leuchtturm. Wo ist Fred? Weil. Da ist er. Weil Maler keine Clan-Angehörige des Lichts ist. Das weiß ich. Aber wobei, wir gehen vielleicht doch mal hoch, einfach um sie zu prüfen und zu gucken, was er sagt. Der Geist. Der Lichtgeist. So. 10, dann nehmen wir gleich mal 11. Vielleicht hier gleich nochmal 10. Wie gesagt, die Dinger gehen weg wie nix, das weiß ich jetzt schon. Aber wir haben genug Geld, deswegen, weil ich weiß, dass dieser Part, der jetzt dann kommt, unschön wird, weil ich mir da damals so unheimlich hart getan habe, weil ich einfach zu wenig Heilgegenstände dabei hatte, mache ich nicht wieder den Fehler, sondern pack mich wirklich mit Heilzeugs zu. Ich möchte jetzt diese Fäkalsprache entschuldigen, aber ich scheiße mich wirklich mit Heilgegenständen einfach zu, um nicht nochmal in so eine Bedrängnis zu kommen, denn das war damals echt nicht schön. Ich habe das gerade so geschafft nach Libor und war dann auf der Insel sowas von fertig. Nee, und das will ich nie mehr erleben. So, okay, also wir prüfen mal. Soll sie ein Mitglied des Lichtglanz finden, werde ich mich mit ihm verbinden und euch begleiten. Nee. Wir können Maler ihm nicht mal zeigen, was eigentlich auch wieder Quatsch ist, weil... Gut, aber wir... Nee, stimmt, das ist Quatsch. Also wir wissen ja gar nicht, dass Maler überhaupt eine Clan-Angehörige ist. Aber auch das hätte man mit einbauen können, dass der Lichtgeist das prüft. Ob Maler eine Clan-Angehörige ist, dann wüsste man jetzt schon, dass sie eine Clan-Angehörige ist. Wer hätte das nur erwartet? Aber sie gehört nicht dem Lichtclan an, so viel ist sicher. Mehr erst später. Das wird noch ein bisschen dauern. Was kann sie eigentlich alles? Stumpfpfeil, Vogelkiller. Schockpfeil, Vogelkiller wird cool. Wir brauchen Maler jetzt dann unbedingt im Kampf gegen die Harpien. Denn die macht kräftigen Schaden gegen Vögel. Und so muss es laufen. So, wie viel Geld habe ich jetzt noch? Eigentlich noch genügend. Dann werde ich hier noch mehr Zeug kaufen. Ich weiß, es klingt komisch. Ist aber so. Klingt komisch. Ist aber so.
Jetzt haben wir uns wirklich zugeschissen mit Geld. Mit Heilgegenständen. Mit Geld nicht. Geld habe ich jetzt nämlich keins mehr. Aber jetzt haben wir wirklich ohne Ende Heilzeug. Und genau das werden wir dringend brauchen. So, dann geht's runter. Yay. Hallöchen, Sie. Ach, es ist schon eine ganze Weile her, seit das letzte Mal Schiffe ausgefahren sind. Wir würden gern ein Boot mieten. Na gut, dann zeigt mir euren Bootsverleihausweis. Bilder, zeigt den Bootsverleihausweis. Okay, das ist eindeutig Serias Handschrift. Unten an den Docks steht ein kleines Boot, das könnt ihr nehmen. Dann mal gute Fahrt, Petri Hall oder was man auch immer mit dem Ding, was ihr auch immer mit dem Ding vorhabt. Ja. Wie komme ich schnell nochmal an die Kiste ran? Ging das hier mit der Offenbarung? Nein. Dann erst später irgendwie. Na gut. Puh. Dann würde ich sagen, geht los. Dann wollen wir mal. Hilde und die anderen machten sich mit dem Boot auf nach Libor. Doch dafür müssen sie das Meer des Nebels durchqueren. Noch ahnten sie nicht, dass der Weg schwieriger sein würde als gedacht. Das muss wohl dieses besagte Meer des Nebels sein. Wir sollten Serias Rat befolgen und gut Acht geben. Ja, man kann hier jederzeit speichern. Und da oben, dass Lilea jetzt so komisch reingeglitscht ist, das ist halt, weil Lilea jetzt quasi mit dem Boot Sprite verbunden ist. Ja, wir sollen jetzt irgendwie erstmal hier weiterfahren. Und ich glaube, auf die Blumen des Meeres achten, sagte Seria. Deswegen müssen wir wirklich gucken. Ab einem gewissen Punkt kann man nämlich auch nicht mehr speichern. Und dann ist es halt wirklich so, dass man dann ja, zwingend darauf achten muss, wo man hinfährt. Das ist ja eigentlich ganz lustig gemacht. Ah, hier sind die Blumen des Meeres. Hier immer in der Nähe dieser Blümchen bleiben. Nein! Okay. Wenn man es nämlich nicht tut, wird man zurückgesetzt, immer wieder an den Anfang. So. Aber Seria sagt doch die Blumen des Meeres und die sind doch hier! What? Danke. Hat nicht hingehauen, oder? Ach, ich hasse es. Wo sind sie, die Blümchen? Da sind sie. Ja, man kann hier aber immer noch speichern. What? Nee, so lasse ich mich hier nicht verarschen. ja, wahrscheinlich sind wieder nur an gewissen Punkten hier die Anker gesetzt für den Triggerpunkt, für das, um das Event, dieses Schwarz-Event quasi zu blockieren, möchte ich What? Alter! Sui, please! Aber ich kann hier immer nur speichern. Es ging doch ab einem gewissen Punkt, glaube ich, auch nicht mehr. Ah, hier. So ist der Trigger hier gesetzt. Verstehe. Nein! Lunea! Okay.
Wir haben es auf jeden Fall gerade noch überlebt. Speichern. Nee, das hat uns jetzt zurückgesetzt. Okay, wir sind auf jeden Fall in die Höhle reingefahren. Gut, und da müssen wir auch, soweit ich weiß, müssen wir da auch rein. Ja, ja. Okay. Ja. Da geht's jetzt schon wieder mit den Meeresbestien los. Ach Mann. Was könnte die gut sein? Aufflammender Schuss. Feuerschaden. Stumpffallen. Flugbestien. Paralyse. Okay, ich nehme mal Tarasa noch mit rein, weil sie ja auch Feuerschaden macht. Und den könnte auch nicht schlecht sein, vielleicht Blitz gegen die. Na komm. Und vor allem dann auch immer gleich drei Stück, ne? Alter! Na gut. Symphonie der Blitze, schauen wir mal. Naja. Naja. Das macht guten Schaden. Also Feuer ist irgendwie nicht wirklich effektiv. Ich glaube, ich beende den Kampf nochmal. Feuer ist nicht effektiv, das ist doof. Dann vielleicht einfach draufhauen. Erdschaden. Schauen wir mal, was das macht. Toll. Boah. Das ist gut. Das haut hin. Der Zusammenlauf der Gezeiten ist eine böse Attacke. Die macht bösen Schaden. Aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich echt viel besser gelevelt wie damals. Deutlich besser. Die können ja jetzt eigentlich fast gar nichts mehr, die Typen. Ich meine, die machen schon noch Schaden, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das brezt mich jetzt gleich weg irgendwie. Es ist irgendwie alles ziemlich machbar. Nebel des Schlafes ist äußerst unschön, ja. Okay. Ich vergaß, dass die das können. Und drei Fangarme. Du. Stimmt, wir müssen sogar gegen die kämpfen. Weil wir brauchen ab einem gewissen Punkt Fangarme. Und wenn man die nicht hat, kommt man nicht weiter. Oh boy. Na gut. Gut, dann würde ich trotz allem sagen, ich bin der AC105 und es geht beim nächsten Mal dann hier weiter im Meer des Nebels. Bis dann und ciao, ciao.